Hallo, ich stehe jetzt hier bei Nikolai Kraft, dem letztjährigen Supersportmeister in der Classic Trophy. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, ihm ein paar Fragen zu stellen. Nikolai, das ist jetzt dein erstes Rennen hier in Hockenheim. Wie bereitest du dich vor und wie gefällt dir das? Genau, also wir haben ja letztes Jahr leider nicht die Veranstaltung hier gehabt. Jetzt haben wir wieder den Mahlpokal Revival, wie man hier sehen kann. Ich freue mich auch riesig, wieder auf meiner Heimstrecke zu fahren, weil es ist auch eine meiner Lieblingsstrecken hier. Die Variation einfach, die schnellen Geraden und so, das gefällt mir einfach sehr. Auch vor heimischem Publikum dann wieder, ist einfach wieder eine Kulisse, die man sonst nicht hat auf einer Rennstrecke. Und das freut mich einfach richtig, da wieder zu fahren und dann Gas zu geben vor, wie gesagt, heimischem Publikum. Okay, und im letzten Jahr bist du ja in der Klasse Supersport gefahren und dieses Jahr in welcher Klasse trittst du da an? Genau, da ich ja letztes Jahr Meister geworden bin in der 600er Supersportklasse, bin ich jetzt in die Superbike-Klasse aufgestiegen mit einer 750-Kubik-Maschine. Und ist ja auch volles Starterfeld hier, also die Zuschauer kriegen da auf jeden Fall dann was geboten. Heiße Positionskämpfe um den ersten Platz und ich freue mich auf jeden Fall riesig, da in der neuen Klasse dann anzutreten und gegen meine Konkurrenten zu fahren. Okay, schön. Das heißt jetzt auch in der größeren Klasse, dass man sich das mal vorstellen kann, so als Zuschauer, wie viel PS hat dein Motorrad und wie schnell kannst du mit dem fahren? Also angegeben ist es 135 PS circa, kommt natürlich immer auf die Strecke drauf an, wie schnell man dann fahren kann. Der Taro hat bei der Parabolica hier gesagt 270, 280 circa. Genau, so kann man das sich ungefähr vorstellen. Ist natürlich ein älteres Motorrad, also so die 300 schafft man mit dem leider nicht mehr, aber ist trotzdem schnell genug. Ja, ich denke auch, das ist schon sehr schnell genug, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem hier ist ja auch eine schnelle Strecke, also kann man hier auch die Leistung auch gut ausschöpfen. Und genau, so viel zur Leistung. Okay, und was hast du dir vorgenommen wieder dieses Jahr? Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, vor allem auf meinem Heimrennen mindestens in der Top 3 zu landen. Also der Auftakt in Italien wäre schon ganz gut, habe einen Doppelsieg rausgeholt. Aber jetzt kommen hier ja auch bekannte Namen. Gerade der Bernhard Schick ist ja auch Ex-Supersportmeister und der Michael Galinski, der ja auch ein IDM-Team in der deutschen Meisterschaft betreut. Also ist auf jeden Fall, ja, sind große Namen da und deswegen wird es auch schwer für mich, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und für die Saison an sich will ich auf jeden Fall auch in der Top 3 auf dem Podium landen. Okay, Nikolai, dann drücke ich dir die Daumen und freue mich natürlich auch als Hockenheimer, wenn du weit mit vorne fährst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich Sie begrüßen könnte hier am Hockenheimring vom 11. bis 13. Mai hier zum Mai-Pokal Revival.